Ein massives Müllproblem, sagst du, und deine Nachbarn auch in etwa? Das kann doch nicht sein. Dafür kenne ich eine Abhilfe. So, alle Probleme der Stadt gelöst bzw. ausgeblendet. Damit hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Wir können die Probleme nicht einfach so ausknipsen und wir werden das einfach mal angehen. Und dazu werde ich einfach mal eine Straße hier hinterbauen, denn hier ist wieder die Autobahn und da können wir das Stück hier einfach mal nutzen. Dann kommt hier hinten also der Müll hin. Da können wir jetzt nichts hinsetzen, weil da ist sowas wie eine Brücke entstanden. Weil da die Straße angehoben werden muss. Aber dann bauen wir zumindest mal da vorne. Sollen wir mal eine normale eine Mülldeponie bauen oder wieder ein Recycling Center? Also Deponie natürlich nicht, wenn schon eine Müllverbrennungsanlage. Das wäre wieder so friemelig. Gefälle ist auch zu steil, also das möchte er nicht hier drin haben. Wir könnten das natürlich auch mitten in die Stadt setzen, denn das Gebäude macht keinen Schmutz, sondern bloß Lärm. Naja, der Lärm könnte ein Problem sein, aber ich werde es einfach mal nutzen, hier hinten die Mülldeponie zu platzieren. Nein, das war natürlich Quatsch, Mann. Bin ich schon wieder drauf reingefallen, die Müllverbrennungsanlage. Da werde ich die Straße aber mal etwas weiter drüben ansetzen, damit wir das ans Wasser setzen können. Obwohl Wasser und Müll leiten, verschmutzen wir also das Trinkwasser. Das wäre natürlich auch ungünstig. Aber ich glaube, darauf zieht das Spiel noch nicht ab. Wir können es ja zumindest mal ausprobieren. Dann setzen wir die halt dahin. Eine reicht sowieso, damit werden die voll und ganz zufrieden sein. Dann werden die Probleme auch bald gelöst sein. Denn hier, genau, fahren schon die ersten Wagen raus. Aber die fahren mir viel zu weit hinter, deswegen hier weg. Das Müllauto ist auch gleich verschwunden im Erdboden. Ich sehe gerade noch eine kleine Unstimmigkeit. So. Die Wiese wird zum Glück nicht orange. Schmutzig orange. Gut, also, wir brauchen weiter Einwohner. Wir sind ja ordentlich gesunken. Aber ich wollte nochmal bei den Richtlinien vorbeischauen. Moment. Wie sieht die Verteilung denn eigentlich aus? Okay. Hier. Richtlinien. Wo war das Symbol dafür? Moment. Ich find's gleich. Achso, das war das Gebäude. Ich wollte eigentlich den Namen anklicken. Moment, das haben wir auch gleich. Wo ist der Name des Viertels versteckt? Ach, hier unten. Da. Mann. Sag das doch gleich. Genau das wollte ich nämlich. Was haben wir noch hier? Besteuerung. Besteuererhöhung. Erhöhung. Okay. Erhöht Steuersatz um 2%. Ich lese mir das mal kurz durch. Vergünstigung für Großunternehmer. Gebäude in dicht besiedelten Gewerbegebieten verdoppeln ihre Verkäufe. Unterhalt. Okay, also mehr Unterhalt. Machen wir einfach mal. Mal schauen. Die verdoppeln ihre Verkäufe. Können wir da schon was beobachten? Mal genauer hingeschaut. Also, es scheint anzusteigen. Oh. 17.000. Geht da noch was? Moment, ich spule mal schnell vor. Ui. Aber das macht die doch zufriedener. Die verkaufen ja mehr. Und wir nehmen mehr ein. Das scheint mal gar nicht so schlecht zu sein. Ui. Ich komme ja gar nicht mehr raus aus den Uis. Ist das so ein kleiner Trick? Also der... Der Umsatz, der wöchentliche Umsatz steigt ja. Was ist das denn hier? Ja, ist nicht das gleiche Gebäude. Hier ist ein anderes Symbol und hier auch. Aber hier haben wir zwei gleiche. So geht's natürlich nicht. Unternehmungsplanung GmbH. Meisterarchitekt und Meisterarchitekt. Mehrzahl. Naja. Aber ist das vielleicht so ein Trick, dass man hier seine... Einnahmen steigern kann. Naja, ich werde das einfach nur bei dem Gebiet mal belassen. Was gibt es denn noch so? Ich schau mal kurz nach. Hochhausverbot? Nein, das möchten wir nicht. Hightech-Wohnhäuser haben wir ja schon mal gemacht. Okay, Besteuerung.
Ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant. Kostenloser Nahverkehr, dann würde man eher den Verkehr auf der Straße minimieren, aber da haben wir aktuell nicht wirklich die Probleme. Freizeitnutzung, oh, das sieht mir nach Drogen aus. Da müssen wir die Polizeipräsenz erhöhen. Nein, das möchte ich nicht. Geben Sie Bildungsschub. Junge Erwachsene automatisch im... Okay. Klingt doch gar nicht mal so übel. Dann werden wir das mal hier hinsetzen. Wir haben ja auch hier unsere Uni, von daher. Dornröschen bekommt eine Richtlinie, und zwar den Bildungsschub. Das müsste gar nicht mal so übel sein. Wir schauen einfach mal, was sich wie tut. Also wir werden das jetzt mal so einführen, diese zwei Kleinigkeiten. Mal nicht zu viele, weil ansonsten verlieren wir den Überblick. Und wir schauen einfach mal, wie sich das so auswirkt. Also hier muss ich mal ansetzen, weil hier der Güterbahnhof ist. Deswegen nutzen die das ganz schön, aber ist nicht wirklich ein Stau. Die stauen sich bloß hier. Das geht eigentlich, aber hier ist so eine Ampel. Fahren gar nicht mehr so viele hier hinter. Dann werden wir mal die Ampel kurzerhand entfernen. Weg damit. Oh, was hier ankommt? Was ist denn hier los? Alter, die blockieren uns ja die Gleise. Und die Autobahn ist auch pickepacke voll. Aber gut, ansonsten sieht das mit dem Verkehr echt nicht schlecht aus, was wir da so getan haben. Klar, es gibt immer mal wieder so ein paar vakante Stellen. Vor allen Dingen hier. Da müssen wir nochmal ansetzen und da staut sich das eben etwas. Aber erst einmal werde ich mich darum kümmern, neue Gebiete zuzuweisen, denn das hatte ich ja eigentlich für diese Folge vor. Dazu werden wir mal hier hingehen. Also hier führt jetzt eine dicke Straße, eine sechsspurige, am Wasser entlang. Dann werden wir die auch mal so weiter fortführen. So etwas geschwungen, aber hier ist schon wieder finito. Werde ich auch mal weiter so beibehalten. Und wir werden sowieso nicht ganz nach hinten jetzt bauen. Hier geht's mal wieder gerade rein, sage ich mir. Weil mir einfach gerade so danach ist. Wo möchtet ihr jetzt eine Straße hier rein haben? Also... Das ziehen wir mal hier rüber, dann bleibt da hier wieder ein Fitzel übrig, aber das ist jetzt mal gar nicht so schlimm. Dann gehen wir hier rein. Na, das ist dann doch etwas zu nah. Na. So schon eher. Das geht mal bis hier hinter, parallel dazu. Dann verbinden wir diese beiden Stücke mal miteinander und das hier auch noch. Und dann können wir hier nochmal rüber gehen, ansonsten sind die Entfernungen wieder ganz schön groß. Hier könnten wir mal wieder eine kleine Straße reinbauen. Und dann können wir das Ganze hier wieder ausfüllen. So, ist hier jetzt eine Ampel entstanden. Ja, aber das wollen wir da nicht, weil das eben so eine ganz kleine Straße ist, auch wie das hier hochgeht. Das sieht dann bestimmt wieder sehr interessant aus, wenn erstmal ein paar Häuser da stehen. Also das weg, das passt dann soweit. Dann können wir hier wieder Wohn- und Gewerbegebiete hinsetzen. Dann werden hier Leute einziehen. Ja, das ganze Stück werde ich mal ausfüllen. So. Was kommt hier hinten hin? Dann kommt hier erstmal wieder Gewerbe. Bis wohin geht denn das? Gehört ihr noch so zusammen? Naja, wenn nicht, dann wäre es auch nicht so schlimm. Also hier wieder Gewerbe hin. Hier Gewerbe, das Stück hier bis hier ran. Na, das auch noch. Die zwei Felder, den einen da oben noch, genau. Und das Ganze auch noch hier drüben. So. Dann kommen mal wieder ein paar Bürogebiete hin. Du nicht. Ja, von mir aus auch hier drüben. Habe ich nichts dagegen. Aber hier drüben bitte nicht. Und die gehören noch zusammen. Genau. Dann geht das Ganze bis hier rüber. Na, aber nicht so weit. Und hier wieder Wohnungen. Ja, etwas Mischmasch, aber so gefällt mir das einfach. Und das Gewerbe. Na, das sieht dann hier wieder blöd aus. Dieses eine Feld, das muss nicht sein. Und jetzt habe ich ja hier wieder Mist gemacht.
Und hier wieder. Oh Mann, das ist ja ein Teufelskreis. Moment, das kriegen wir hin. Ha, geschafft. Jetzt wieder aufgepasst. Ja, die ziehen sofort schon ein, weil der Bedarf eben vorhanden ist. Hätten wir das schon mal, dann können wir hier drüben auch gleich fortführen mit Wohnungen. Einfach mal das Stück hier hinter. Ich könnte zwar auch dieses Füllen-Tool nehmen. Mache ich auch mal. Also die ganze Straße hier nur Wohngebiet. Und hier drüben mal nur Bürogebiet. Das sind eben für die gut gebildeten Leute. Die können dann einfach da einziehen. Dann werden wir hier nochmal für Park sorgen. Ich habe schon hier gesehen, hier sind so ein paar kleine Felder. Da kommt ein Zweierpark hin und da. Und hier eigentlich nicht. Dann wieder hier ein Zweier, hier ein Einer. Und da ein Einer. Da geht leider keiner rein. Na schade, aber auch nicht so schlimm. Hier wäre noch ein Zweier, den kann man ja da hinsetzen. Und dann sind die schon mal wieder glücklicher. Hier kommt noch ein Einer hin. Obwohl, der hat auch ein Zweier hingekonnt. Dann hier noch einer. Damit die hier drüben auch noch glücklich sind. Dann überschneidet sich das, was in der letzten Folge schon angerissen haben. Etwas mit dem, was wir hier weiter fortführen. Da kommt hier mal wieder ein großer rein. Also wir wollen natürlich nicht nur mit den kleinen Parks arbeiten, aber die sind hier ganz drüben. Unsere großen Standardparks, die wir von Anfang an haben. Ja, das nimmt man die ganze Straße hier ein. Und dann sind die auch wieder alle ziemlich glücklich. Hier hinten kann noch was hin. Direkt ans Wasser. Hat bestimmt auch Stil. So. Ist zwar noch kein Gebäude, aber das können wir ja noch ändern. Am Wasser Wohnungen, das sieht bestimmt auch cool aus, oder? Die Nachfrage an Gebäuden, also an Wohnungen, steigt ja auch wieder. Von daher können wir das doch mal angehen. Aber hier nehme ich das. So. Gezogen. Da wir hier ziemlich viele Wohnungen haben, das werde ich auch nochmal mit Wohnungen ausfüllen, zumindest bis hier ran, können wir das ganze Stück mit Gewerbe vollsetzen. Dann können die wieder einkaufen. Das finde ich dann einfach wieder passend. Dann ziehen wir das nochmal mit Büro durch, so, mit Büros durch. Und dann schauen wir nochmal die Grundversorgung. Strom passt soweit. Strom, genau, das habe ich in der Pause gesehen. Moment. Wir haben ja noch das Kernkraftwerk, also Atomkraft. Das verursacht keine Verschmutzung und auch nur ganz wenig Lärm. Das wird ja als grüne Energie angesehen. Das verbraucht bloß ganz schön viel Wasser und Abwasser. Klar, bei Kernschmelze muss natürlich auch gegebenenfalls etwas gekühlt werden und da muss man entgegenkommen. Also wir haben aktuell mehr als genug Strom, aber das könnten wir ja noch nutzen. Wir sehen ja gerade, unser Verbrauch liegt bei 661, also 661 Megawatt, ja, etwas gestiegen wieder. Und allein so ein Ding produziert 640 Megawatt, ist ja phänomenal. Hier sehen wir auch, wie viel Wasser das pro Woche benötigt, 1920. Ist schon nicht ohne, aber das könnten wir gegebenenfalls, wenn wir wirklich mal verdammt viel Energie brauchen, dann auch bauen. Das nur mal so am Rande, aber nochmal nachgeschaut. Abwasser wäre vielleicht gar nicht so übel. Ja, ich wollte mal schauen, dass das Wasser hier schmutzig geworden, weil wir da ja jetzt eine Müllverbrennungsanlage hingesetzt haben. Nein, die hat sich noch nicht so weit ausgeweitet. Aber Abwasser, haben wir gerade gesehen, wird gebraucht. Und zwar hier hinten. Natürlich muss das noch angebunden werden. Auch gleich mal so. Braucht zwar nicht unbedingt, aber wir machen es einfach. Und dann noch einmal Wasserpumpen bitte. Ja, die muss ich vielleicht auch irgendwann mal umplatzieren. Habe ich ja schon angesprochen, aber ich habe es eben noch nicht gemacht. Was sagt denn das Budget? Strom könnten wir noch etwas erhöhen. Aber ist ja gerade nicht wirklich vonnöten. Dann die Anbindung. Hier wollte ich ja eigentlich ein dickes Krankenhaus hinsetzen, oder? Hatte ich das vor? Aber so eine kleine Arztpraxis reicht ja eigentlich schon aus. So, ein Arzt am Wasser hat auch wieder was, wird da hingesetzt. Einen Friedhof haben wir ja schon hier hinten hingesetzt, deswegen brauchen wir den nicht unbedingt. Die Versorgung dazu ist auch ziemlich gut. Feuerwehr kommt auch überall hin. Na gut, hier nicht ganz und hier auch nicht, ist eher mager. Dann werde ich mal hier eine Straße rüberziehen. So, aber die Ampel muss weg, die da bestimmt entstanden ist, genau. Hier ist sowieso keine, deswegen werden wir da auch keine platzieren.
Und dann, ne, sieht schon besser aus. Ist auf jeden Fall angebunden. Polizei, hinten in der Ecke fehlt es dann wieder. Aber es ist gerade so noch grün, also das können wir noch belassen, je nachdem, wo wir dann hinbauen wollen. Bildung, ja, Bildung. Die Anbindung ziemlich schlechter. Und hier auch. Hier hätte ich dann doch gerne nochmal eine Grundschule hingesetzt. Und hier auch. Die werde ich an diese Ecke setzen. Halb an die Ecke. Oberschule wäre auch nicht schlecht, deswegen machen wir das doch. Universität, die Anbindung ist gerade so noch vorhanden. Hier haben die zwar keine Anbindung, aber deswegen nochmal eine Oberschule hinsetzen. Naja, muss nicht unbedingt sein. Ansonsten passt das ja auch überall. Buslinien haben wir hier noch keine. Stimmt, und U-Bahn auch nicht, oder? Ich schau mal kurz nach. Nö. Daran haben wir noch nicht gedacht. Deswegen werde ich mal eine U-Bahn-Station an die dicke Straße hier setzen. Und die dann auch gleich verbinden. Ah, wieder mit dem Wasser und Insel und so. Gefälle zu steil. Okay, dann müssen wir mal wieder etwas probieren. So, zum Beispiel, so sind wir schon drüben. Können wir schon rüber? Super, ich hoffe einfach mal, die können die Kurve nehmen. Also in echt so ein Zug oder... Na, Zug funktioniert ja drüben auch schon. Also ich schätze mal, das funktioniert so, dass die hier eine Kurve fahren können. Weil wir haben ja drüben schon ein Gleis. Da gehe ich mal kurz rüber. Ja, hier. Ja, genau, diese Ecke, eine 90-Grad-Kurve und das nehmen die zumindest hier im Spiel soweit an. Deswegen lassen wir das auch einfach mal so. Auch wenn es ziemlich abenteuerlich ist. Aber das Ganze muss natürlich auch wieder hier rüberführen. Dann machen wir das doch so. Das ist aber Zug, oder? Nee, hä? Der wollte gerade nicht wirklich ran. Zumindest hat er nicht automatisch angedockt. Weil das doch Zug ist. Mann. So, dann schauen wir einfach mal, ob das dann so genutzt wird. Also hier sieht man schon, da fahren die vorbei. Warum das gerade so ausgeschwärzt ist? Keine Ahnung, auf jeden Fall fahren da die U-Bahn und das gar nicht mal so knapp. Oh, es fahren ja auch die meisten Leute mit der U-Bahn, von daher kann man das schon verstehen. Also jetzt eine U-Bahn, eine Haltestelle anbinden, die wird gar nicht so groß werden, die Linie. Ja, das wird ein ganz kleines Ringel werden. Also hierhin. Hat das jetzt gemacht? Nee. Hä, Moment mal. U-Bahn-Werkzeug. So. Ach ja, das sind die Gleise, Mann. Stimmt ja, das habe ich ja gerade eben schon versucht. Was ist denn hier los? Aha. Steuern zu hoch, oder wie? Wegen Wohlstand? Kann eigentlich gar nicht sein. Jetzt habe ich das da wirklich angebunden. Ja, deswegen ist es auch noch schwarz, Mann. Aber hier ist ja auch schwarz. Aber das habe ich einfach an die Gleise angebunden. Das war natürlich Quatsch. Ja, da muss man aufpassen. Hier könnten wir es anbinden. Hätten wir hier wieder so eine Übergangsstraße. Das ist aber eine U-Bahn, oder? Fährt hier mal bitte was lang? Ja, da fährt eine U-Bahn lang. Okay. Bin ich ja beruhigt. Also jetzt hier, Haltestelle. So, damit wir mal zu Werke kommen, dann schauen wir mal nach, was die für Probleme in Sachen Geld haben. Dann eine Haltestelle hier hinten. Haben wir da eine? Oh. Das ist blöd, weil eigentlich wollte ich hier wieder rumgehen. Geht es denn hier auf die andere Insel? Nein, das geht bloß hier. Dann... Ja, ich überlege gerade. Jetzt hat er da eine neue Linie gesetzt, oder wie? Ach, weil ich hier drüben ja drauf geklickt habe. Also ich reiß die nochmal ab. So, alle weg. Jetzt habe ich wo angesetzt? Das sehe ich gerade gar nicht mehr. Oh Mann, so schnell kann man hier aus dem Konzept kommen. Das war doch hier. Aber hat er nicht übernommen. Also, fangen wir nochmal von vorne an. Hier, Linie setzen. Bitteschön. Und dann wohin? Hier hinter. So. Dann. Ja, die soll eigentlich gar nicht mal so groß werden. Hier hin. Jetzt hier wieder zurück. Geht das irgendwie?
Mal schauen, wo er dann langfahren würde. Hier ist aber keine Haltestelle. Ja, da kommt er wieder hier an. Wir brauchen irgendwie hier eine Linie, damit er hier nicht wieder zurückfährt. Ah, na, na, na. Dann denke ich mir was. Was denke ich mir? Ich werde... Ja, ich hoffe, ich finde zu der Linie nochmal zurück. Ich werde hier einfach mal rüberbauen. Und zwar hier ansetzen. Haben wir jetzt mal eine Kreuzung. Ist ja auch mal was Interessantes. Also nochmal. Ich war irgendwo hier hinten mit der Linie. Genau da. Kann ich da jetzt weitersetzen? Haltestelle zum Verlegen ziehen. Aber zur Sicherheit werde ich mir einfach mal die Linien ausblenden. Also lila. Lila, gelb und jetzt glaube ich die grüne, die wir haben. Moment, ich schaue mal kurz nach. Die grüne. Welche Linie ist das? Die lila, ne? Okay. Also lila bleibt. Dann. Gelb, grün und blau kommen weg. Oh, wir haben mehrere blau, ist ja natürlich ungünstig. Sind das die gegenüberliegen? Aber ich mache einfach mal alle weg. Also was war es jetzt? Lila. Lila. Welches denn lila? Ach, die haben wir noch gar nicht beendet, deswegen wird die noch nicht angezeigt, genau. Ich wollte schon sagen, hä? Bin ich farbenblind? Nein. Also jetzt, Linie. Halt, wir müssen die ziehen. Kann ich ja bloß antippen, reicht das? Ich schau mal kurz, würde der die jetzt weiter verbinden? Wir gehen jetzt mal zu unserer Kreuzung. Wo war die denn schon wieder? Das mal bitte weg. Die war da, ist hier ein Haltebahnhof. Ja, lila können wir hier weiterführen. Super. Also hier rein, dann hier wieder runter und dann hier wieder zurück. Das müsst ihr jetzt machen. Nein, er fällt wieder rein. Oh Mann. Okay, noch eine Abhilfe. Wir bauen hier noch eine U-Bahn-Station hin. So, jetzt aber. Dann müssen wir den Tunnel hier nochmal etwas abreißen. Und hier anbinden. So. Ja, hat er jetzt wieder drüben angesetzt? Ja. So, so wollte ich das haben. Den Knick und jetzt können wir die Linie doch endlich mal beenden. Moment, da muss ich hier wieder weggehen. Das war nicht richtig. Haltestelle suchen. Die war hier. Welche sind jetzt wieder alle, alle angezeigt worden? So, einfacher. Also, diese Haltestelle hier weiter fortführen. Bitte hier jetzt hin. Da oben war die, okay. So, jetzt können wir hier das Ringeln machen, auch wenn die ziemlich nah beieinander sind. Das ist jetzt mal gar nicht so schlimm. Die sind ja so schnell unter der Erde unterwegs und deswegen kann man das schon so lassen. Ah, die gegenüberliegenden hatte ich ja, glaube ich, immer eine Farbe gegeben. Kann gut sein, aber jetzt haben wir das erst einmal angebunden. Zwar nicht mit Bussen, aber das reicht fürs Erste. Ihr hattet irgendwie noch Geldprobleme oder eben zu hohe Steuern. Nee, ein geringer Bodenrichtwert war das. Okay, dann müssen wir hier nochmal mit Parks helfen. Oh, hier ist doch einer direkt neben der Haustür. Ich glaub's ja nicht. Ist die Anbindung zu schlecht mit den... Weil die sind auch unzufrieden, wenn der Müll, die Gesundheitsversorgung, die Feuerwehr oder Polizei nicht passt. Das passt alles. Trotzdem meckern die rum. Ein Bus haben die auch hier in der Nähe. Der fährt ja da. Und hält da. Also das kann es ja eigentlich gar nicht sein. Ich werde den einfach mal einen Park direkt neben das Haus klatschen. Mal schauen, ob die dann zufrieden sind. Ein Einmal-Ein-Park. Aber hier können wir auch einen Einmal-Zwei-Park hinsetzen. Das war Parkplatz. Parkplatz mit Bäumen. Einmal-Ein-Park. Einmal-Ein-Park. Wo sind die meine? Ist das ein anderer Einmal-Ein-Park? Ich glaube, das ist ein anderer Einmal-Ein-Park. Ich habe davon noch mehr. So, aber jetzt kein Gemecker mehr und ich sehe, die Folge habe ich ja schon wieder etwas überzogen. Hier ist auch so ein schönes rotes Haus mit, ja, Solarzellen auf dem Dach. Ja, das wird wohl nicht die Lösung sein, aber wir werden uns um andere Kleinigkeiten kümmern. Nicht um das hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber wir sehen uns erst einmal in der nächsten Folge wieder und bis dahin sage ich, macht's gut und ciao, tschüss.